Willkommen zu Daily Dose of Internet. Hello everyone, this is your Daily Dose of Internet. Ja, ich react heute mit euch, ja, sehr schönes Standbild, auf Daily Dose of Internet. Willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Ja. Dosen, wie, Dosen niemals mit dem Mund öffnen oder was, wo, wie, warum? Ich muss nochmal normal gucken. Wie zum Henker. Das ist eine Limo-Dose, eine ganz gewöhnliche Limo-Dose. Die hat da oben so einen Knopf, so einen kleinen Haken dran. Da zieht man dran und dann macht's pfft und dann geht's auf. Was hat sie hier gemacht? Abgesehen mal davon, was macht sie hier? Aber was soll das? Wir sehen ja hier den. Was ist hier denn schiefgelaufen? Wir sehen, sie hat also in die Metall. Das ist, sie hat da reingebissen, um die. Ja, an diesem Video ist alles falsch. Was macht sie? Warum zum Fick öffnet sie eine. Eine Dose mit. Es fängt ja schon super an. Mit ihren Zähnen. This was supposed to be. Ach Leute. Daily Dose of Internet. A baked potato. I found this incredible video of skydivers jumping out of a plane just before the plane started to stall and lose control. Uh-oh. All the skydivers made it out safely, even the very last guy you see at the end. This video got 20 million views on it. Dass der Pilot nochmal rausgesprungen hier, dass der da am Ende nochmal. Hat er nochmal den. Oder was? This video. Nee, der Pilot hat das Flugzeug hoffentlich rechtzeitig richtig gelandet, ohne dass es irgendwie zusammengecrashed ist. Okay. Video got 20 million views on Instagram because this dog sounds like a man. It's okay, buddy. It's okay. No. This person had some wine delivered to their house. Hi. Is your mom in? Oh, I'm 23. Oh. Tja, gibt's öfters, wenn du halt einfach zu jung eingeschätzt wirst, wenn der Postbote, der Lieferant dich einfach als. Kennt jeder von der Supermarktkasse, der nicht gerade so wie ich aussieht und hier A, einen langen Bart hat und B, kommen noch Haare auf den Kopf. Ich sehe natürlich nicht aus wie 15, das ist klar. Aber ja, da können andere Geschichten erzählen. Und er ist zu groß für sein Zimmer. For some reason this one bird tackled this other bird. Wow. So Naturaufnahme, Aufnahmen von der Wildnis da, das finde ich immer wahnsinnig faszinierend. Da hatte ich mal diese DVD, das ist, habe ich jetzt nicht mehr hier bei mir, aber früher bei meinen Eltern, als ich noch bei meinen Eltern in Hotel Mama gewohnt habe, da gab es diese eine DVD mit dieser Tierdoku drauf. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß irgendwie. Es waren zwei Teile, ich habe zwei Teile, da gab es zwei Teile von. Also wirklich. Gibt teilweise wirklich großartige Tierdokus. Also das klingt immer so ein bisschen Tierdoku. Nicht so spannend, langweilig, aber es gibt schon echt, also das ist so Aufnahmen so von Vögeln hier. Von so kleinen, so ganz Nahaufnahmen hier von so winzigen kleinen Viechern hier. Das ist schon beeindruckend. Also es ist schon. Sag das nicht, dass dann das eine Tierdoku immer langweilig sein muss. So eine Zeitlupe, das ist halt fantastisch. Und sie hat gleich den. Oh, okay. Ich hätte gerade geraten. Oh, schönes Standbild übrigens. Ich hätte geraten, dass sie gleich den ganzen. Auf dem Teller hat, dass sie gleich. Genau so macht es dann. Genau so ist das Geräusch. Das hat dann den ganzen einmal gedrückt und dann batsch hat's alles auf dem Teller. Ja, Flasche falsch rumgehalten. Sehr schön.
Oh oh, nein. Der fällt rein. Der fällt noch rein. Ja. This little kitten has had enough kisses. A few years ago, NASA captured images of a volcano erupting on one of Jupiter's moons. Ja. Klassiker. Geht die Pfanne kaputt oder was? Oh, here's nee. A really cool technique Japanese artists use to paint dragons. Wow. Dieses Zeichnen mit einzelnen. A surfer managed a. Gibt's auch diese Videos, wo jemand eine schwarze Leinwand nimmt und dann irgendwie ein paar Kekse drauf macht oder aus den Kekse dann verreibt und dann steht ist da irgendwie ein Gesicht irgendwie zu sehen. Das ist halt immer fantastisch, was Leute mit so ein, zwei kleinen Strichen machen und so. Das ist wirklich da Kunst. Kunst halt. Ride this huge wave. Ich hab immer noch was im Auge. I found a really fuzzy plant and wanted to share it with all of you. Mhm. That's the end of this video. Das ist eine große Pusteblume. Sieht zumindest für mich aus wie eine Pusteblume. Jetzt habe ich was in beiden Augen. Ach nö. Genau richtig für ein Wake to. Well, hopefully I made your day just a little better. And I'll see you guys again very, very soon. Later. Hervorragend. Auf Hello geht's. Everyone, this is your daily dose of internet. Someone daily made this internet. Incredibly realistic wolf mask. Nicht schlecht. Kann er mit seinen Gesichtsmuskeln auch die Ohren und die Schnauze bewegen. Nicht schlecht. Oh. A car was out of control and rolling down a hill when someone jumped through the window to stop it. Oh oh. Uff. Das war echt knapp. I found this video of a really bouncy minivan. Der Musik drin. Oh my god. Der tanzt zur Musik. Hüpft zur Musik. Oder was? Ja, der Paar One of my subscribers sent der Elche, Hirsche, keine Ahnung, lass mich jetzt nicht blamieren, deswegen sage ich beides. Ach, Spinne. Me a video of a spider bouncing on their web. Some spiders will bounce like this as a defense mechanism when they are scared. Aber die Spinne hat Spaß. Die hat richtig Spaß. Ach du Scheiße. Bist du bekloppt? These food delivery robots seem to keep having issues. Oh. Ja. Ah, das sind so Lieferbots hier von Firmen in den USA, die so Essensbestellungen nicht mehr mit Lieferboten schicken, sondern dann sind so ein Roboter packen und den dann per GPS irgendwo hinfahren lassen. Clever. USA halt. Funktioniert da wahrscheinlich, wir sehen es immer hundertprozentig. A company built hundreds of mini castles to turn them into luxury homes, but the company went bankrupt in 2018 and they still stand there today totally abandoned. And we're like in the mountains too, so it's like beautiful out here. Eine Schlössergeisterstadt. Hauptsache, ja. Hauptsache erstmal. Und dann bankrott gehen. Große Pläne machen und dann nicht umsetzen können. This is pretty scary. How would you like to run into this guy underwater? We now have the ability to turn humans into diamonds by using the cremated ashes from a loved one. The ashes then go into a custom-made graphite crucible where it is turned into pure carbon. It's high pressure, high temperature, and over time, it's going to be trans.
Das weiß ich nicht, da bin ich, das ist, da wäre ich nicht so. Ich bin Fan von der standardmäßigen Bestattung. Da ist jetzt ein Typen, der gestorben ist, einzuäschern und ist da die Asche, Diamanten zu packen. Ich weiß nicht, ob das ist wahrscheinlich in den USA. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland überhaupt legal ist. Ich glaube, in Deutschland musste beerdigt werden. Ich glaube, da gibt's eine, da darfst du halt nicht. Ich habe zumindest schon mal gehört, dass Seebestattungen eigentlich nicht möglich. Nee, Seebestattungen waren, glaube ich, möglich, aber also das war mit der Urne, dass du deine, dass du die Urne nicht bei dir zu Hause auf dem, also bei, dass du dir deinen verstorbenen Opa oder deinen verstorbenen Vater nicht bei dir in die Urne packen und auf den Schrank stellen darfst. Also es muss in irgendeiner Weise eine Bestattung geben, daher. Also das mit dem Diamantring, damit in dem Punkt machst du es ja auch dann da, machst es in den Ringen und so weiter und dann hast du halt einen, oder hebst den Diamanten auf. Das würde halt nicht gehen wahrscheinlich. Vielleicht würde es gehen, aber du müsstest den Diamanten verbuddeln oder so. Das ist, keine Ahnung. Also ich kenne mich damit mit Sterberecht nicht aus oder so. Keine Ahnung. Also ich habe mal, ich meine, ich habe mal gefährliches Halbwissen, aber ich meine, ich habe mal gehört, dass es in Deutschland nicht machbar ist. Formed into a raw diamond. One of our master cutters takes the rough diamond and cuts the exact shape and size Dann out einen of that rough Ring diamond. und dann. My only goal in life is. Also ja, das finde ich auch, das finde ich auch ein bisschen, naja, ich weiß nicht, ob man da pervers sagen kann, aber ich fände es so ein bisschen. Ich fände es schon seltsam, so ein Ring mit der Asche von deinem verstorbenen Mann oder so weiter oder von ist oder würde man vielleicht bei einem Ehemann oder bei einer Ehefrau machen, das wäre schon, das ist schon, uff. Fände ich schon ein bisschen makaber, so ein Ring mit rumzustellen und sagen, da ist mein Mann. Das ist so ein bisschen, also es ist, ich weiß nicht. Es, ja. To be as happy and carefree as this little bird. That's the end of this video. I hope everyone So has ein an Mensch. amazing rest of their day, and I'll see you guys again very, very soon. Der hat auch echt Later. Spaß, der Vogel. Ja, wie immer, Daumen nach oben unter dem Video da lassen, Abo da lassen, schaut bei ihm vorbei, bei dem Daily Dose of Internet Ersteller. Ja. Sehr schön.